So, willkommen zurück. Let's play Final Fantasy VII Remake. Immer noch unter, also so in der Zwischenplatte zwischen, ja, tiefsten Abgrund und Midgars Obergeschoss sind wir hier immer noch unterwegs und wollen nach Möglichkeit, Moment, von da sind wir gekommen und wollen natürlich endlich zum Reaktor von Sektor 5 rüberlaufen. Schön, dass ihr nebenbei auch wieder am Stream seid. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Okay. Es wäre mir kein Wunder, wenn der noch nicht aktiv ist. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Supi. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen. Ist natürlich ausgezeichnet. Das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Dann wollen wir da mal rüber und gucken. Den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt... Klar, Moment. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Map. Aha. Hier ist aber auch ein Dingens. Ein Fahrstuhl, der hier rüber führt. Wenn Zukunft geht, dann ist sie finster wie die Nacht. Ah. Okay. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal, dass wir den. Dass wir diese eine Sonne hier ausschalten. Das sieht ein bisschen sehr kaputt aus. Macht nichts, dann wandern wir hier hoch. Das schaffe ich allein. Na. Oh. Die Dudes. Na komm. So schwer sind die nicht. Jetzt alle auf einen. Das ist ein fairer Kampf. Na, wir haben noch Stiefel an. Können wir die nicht einfach zertreten? Ich meine, die sehen so aus, als könnte man die einfach zertreten. Tiefer, du nutzt deine Hände falsch. Du solltest deine Füße nehmen. Okay, da drüben geht noch ein Weg rüber. Ah. Oh, oder auch nicht. Vermutlich muss man das Teil irgendwie bewegen. Das ist ja widerlich. Na gut, dann erstmal hier rüber zu der Sonne. Die ist so grell. Na dann, Licht aus. Moment. Erstmal hier drumherum laufen. Das war so klar, weil hier nämlich eine Kiste ist. Haha. Mit einer Phönixfeder. Wieder ein bisschen Geld gespart. So, ist da auf der anderen Seite auch nochmal irgendwas? Nee. Hui. Ausmachen das Ding. Einmal wieder ausknipsen. Klick. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Oh, das klingt nicht gut. Achtung. Abwehrsystem wird hochgefahren. Ja. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Wunderbar. Verschrotten ist immer gut. Einmal kurz hier blocken. Mittelstreckengeschütze. Komm ich da hoch? Ja, irgendwie geht das. Ah, ein bisschen durch die Luft prügeln. Dann wird er schon. Okay. Nee. Das wurde irgendwie überhaupt nichts.
Aber wir können trotzdem mit Blitz hier ein bisschen rumphasern. Barrett übernimmt den nächsten. Ach, hat er schon. Ja, umso besser. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Und so, hier ist noch was. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Aha. Okay. Machen wir. Toll! Muss unser Glückstag sein! Gut. Das ist schön. Ach so, okay. Hier gibt es auch nochmal einen Weg. Aber laufen wir doch erstmal hier entlang. Das ist der nächste Strahler. Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Ah. Attacke! Oh. Irgendwo ist hier was. Wo ist hier was? Da sind hier Viecher. Oh, Seepferdchen! Yay! Ich mag Seepferdchen! So. Nee, habe ich noch nicht analysiert. Die will ich jetzt analysieren. Den Hypokamp. So. Wunderbar. Das sieht doch nett aus. Ich füll nochmal schön den ATB-Balken. Ui. Magie, Moment. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Laser. Bam. Erstmal die Laser hier kaputt machen. Hast du schön gemacht, Barrett. Ich bin sehr stolz auf dich. Au! Kannst du den hier mal endlich zerstören? Nee, das bringt nichts. Dann probieren wir es doch einfach mal mit Schwertsturm auf den Alpha-Laser. Nee, dafür müssen wir da hoch. Ist doch voll ins Licht gesetzt. Aber egal, Barrett hat geregelt. Sehr schön. Hier geht dann noch der Weg entlang. Und irgendwo, ich bin der Meinung, wenn wir hier... Ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir kommen hier dieser Materia immer näher. Die wollte ich schon die ganze Zeit haben. Da war ich schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem... Ach komm, hier könnten wir eigentlich drüber springen, oder? Na gut, probieren wir es einfach mal hier entlang. Vielleicht haben wir ja Glück. Und irgendwo befindet sich hier wieder was. Hier war auf jeden Fall gerade eine Leiter, die nach unten geführt hat. Das finde ich auch herrlich. Wir gucken mal, wohin die Leiter dann gleich führt. Hallöchen, Tommy. Schön, dass du auch da bist. Hm. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Aha. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Nö, ich mache mir keine Sorgen. Moment. Hier war irgendwo noch... Was? Die mittlere Ebene? Ja. Hier ist auf der mittleren Ebene... Ist hier so ein Ding... Moment. Ich würde ganz gerne hier unten diesen, Achso, da müssen wir so oder so irgendwie hin. Strahler Nummer... Ah, ja, gut, okay. Dann laufen... Dann gehen wir doch hier einfach mal den Weg lang. Also den vorherbestimmten Weg. Vielleicht ist der auch gar nicht so... Fehl am Platz oder so falsch an der Stelle. Ah, warte mal, wir kommen hier zur unteren Ebene. In der unteren Ebene lag doch die Materia, die wir suchen. Oder zu der wir die ganze Zeit versuchen hinzukommen. Ja, da unten. Ich sehe sie schon. Jetzt müssen wir hier nur so eine Art Treppe finden. Oh, da ist ja noch eine Materia. Komme ich da irgendwie rüber? Ah, vermutlich, wenn wir hier unten das Ding bewegen, nur bewegen können, erhalten wir die nächste Materie. Vielleicht führt uns das Ding runter. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Nee, es führt uns rüber. Das ist doof. Da wollten wir eigentlich nicht hin. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet.
Die Welt braucht nur eine Sonne. So, da ist Materie und da drüben ist Materie. Und da drüben ist sozusagen der Weg, zu dem wir eigentlich hinwollen. Ah. Sehr schön. Haben wir hier irgendwelche Verteidigungsdinger wieder in der Luft? Nee. Dann hauen wir erstmal auf die hier. So, das war der erste. Und da ist der zweite. Los geht's! Hack, hack, hack. Hack, hack, hackfleisch. Kabum, bam. So. Magie ist durch. Dann Feuer. Feuer sage ich schon. Blitz auf das Teil. Smack. Okay, geschafft? Geschafft. So darf's weitergehen. Finde ich auch. So, aber jetzt ist hier drüben aus, als wären wir im Kreis der Mal sehen. Wo ist Fahrstuhl der frei. Strahler? Und da drüben sind die beiden Materia. Da oben eine, die mich anleuchtet, und da unten eine, die mich der anleuchtet. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Da drüben ist zumindest mal eine Leiter nach unten. Aber wir gucken uns hier trotzdem noch ein bisschen. Ich würde fast behaupten, da geht's zum Strahler. Hier, die Kiste wollen wir natürlich auch mit einsammeln. Mogri-Medaille! Yay! Keine Ahnung, aber das könnte ich mal herausfinden. Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. So, ja. Ich möchte hier ganz gerne einen Ausflug machen. Und zwar würde ich ganz... Na und wie? Oh, zwei Königin. Ihr seid ja lustig. Git. So, einmal hier Feuer. Die waren auf Feuer, ne? Ja, die waren auf Feuer. Erstmal die Königin A zerlegen. Oh, Feuer war es doch nicht. Ach, Blödsinn. Ich laber vielleicht komische Sachen. Wir brauchen natürlich Eis gegen die. Machen wir erstmal. Wir hatten am wenigsten Lebenspunkte. Genau, Barriere auf Cloud. Dann kriegt er ein bisschen weniger Schaden. Und dann bekommt Tiefe hat Eis. Jetzt hauen wir hier mal ein bisschen drauf da. So, Fertigkeit, Entfesselung. Ja, komm, ab geht's. Aua. So, ruhig wieder Magie, Eis auf die Königin. Und jetzt hacken wir nochmal auf das Ding drauf. Boah, wie das Ding am Boden zappelt, der ist schon ein bisschen unheimlich auf. So. Genau. Gucken wir mal. Alles Gute kommt von oben. Das Ding fahren wir ruhig mal ein bisschen weiter runter, wegen der Materie, die da oben drauf ist. Vielleicht reicht das nämlich schon. Ja, das reicht schon. Nice. Was haben wir denn hier Schönes? MP Boost. So. Und jetzt... Na los. Und jetzt fahren wir das Ding wieder hoch. Achso, den rechten muss ich dafür benutzen. Um hier durchzukommen. Perfekt. Na dann, lasst uns mal durchlaufen, Leute. Ich glaube, hier sind nochmal Gegner. Oder auch nicht. Aber da ist sie. Da ist die Materia. Jeha. So, was haben wir denn hier Schönes? Elementaraffinität. Okay. Sagt mir gar nichts. Gucken wir uns mal bei Gelegenheit und Ruhe ein bisschen genauer an die Materie. Aber jetzt wollen wir hier weiter unserem Auftrag hinterherjagen.
Denn wir brauchen noch einen Lichtschalter umlegen dafür. Hopp. Und dafür müssen wir hier geradeaus, hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut aus. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Naja, das ist jetzt hier kein großes Hindernis. Oh, guck mal, so einfach kann das sein. Gibt's da vielleicht noch zufällig irgendwie einen weiteren Weg, wo das hätte hinführen können? Nee, sieht nicht danach aus. Die Kiste da ist keine Kiste, die wir öffnen könnten. Vielleicht hier irgendwas versteckt? Nothing. Na dann. Den Hammer. Weiter geht's. So, was haben wir denn hier? So, welche Magie war das nochmal? Ich glaube, das war... Oh, wow. Da fällt mir gerade auf. Moment. Nee, Supertrank einmal auf Cloud. Njom. Da haben wir es echt geschafft, massiv Schaden zu kassieren. So, was fehlt hier noch? Ah. Moment. Einmal ein Blitz. Ich hab genug. So. Geschafft. Ja, definitiv, aber... Moment. Wir können Kommandos einsetzen. Gegenstände, Magie. So. Tifa hat nämlich ein bisschen Vita. Ah ne, Barret war das. Barret vitalisiert uns nochmal alle. So, das ist auch schön, dass wir zumindest die Magiepunkte nochmal irgendwie loswerden. Wie viele Magiepunkte hat er denn überhaupt dann noch? 16 hat er noch. Oh. Na gut, dann macht Tifa nochmal Vita und dann sieht's doch ganz okay aus. So, hoch da. Die letzte strahlende Sonne. Licht. Bitte? Ja. So. Nee, so hell ist es da unten eigentlich gar nicht, aber es gibt tatsächlich anscheinend Tag, Nacht und so weiter. Also zumindest an manchen Stellen. Aber der dritte Schalter. Jetzt sollten wir doch langsam. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Ich hoffe doch. Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. So, runter mit uns. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprochen, Cloud. Ja, dafür habe ich auch so viel Geld bekommen. 500 Gil. Ihr Halsabschneider. Aber passt schon. Ah ne, Blödsinn. Hier brauchen wir gar nicht lang. Wir müssen da lang. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Mako-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Okay. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Ich glaube nicht. Der kommt sicherlich bis Plan Z. Solange wie wir hier rumgeistern. Und belanglose Dinge wie Nebenaufträge erfüllen. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Yay. Na dann. Hier ist der Gang. Also das Drehen ist ein bisschen schwierig an der Stelle, aber geht schon. Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Wunderbar. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Na denn? Glaube ich, sind wir hier so ziemlich durch. Da fahren wir jetzt hin.
gehen nochmal kurz die Ebenen durch. Hier ist eine... Ah, Moment. Sorry. Nope. Wir gehen noch einmal kurz zurück. Weil beinahe hätte es uns getrollt. Da hinten gibt es noch eine Stelle, die wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt... Moment, wo war denn das jetzt? Genau, hier hoch. So, und genau das Ding nochmal bewegen. Wir müssen vorausschauen, denken, überlegen, wo wir ankommen. Weil da nämlich auf der anderen Seite waren wir nämlich noch gar nicht. Da würde ich aber trotzdem nochmal einmal ganz kurz gerne hin. Einfach um zu gucken. BSG? Was meinst du mit BSG? Monsieur Croissanté? Ah, da ist eine Kiste. Turboäther. Gut. Damit haben wir den Teil hier auch. Hier drüben ist noch ein Teil, bei dem waren wir noch nicht. Da könnten wir auch noch einmal kurz rüber. Weil wir da eh zum Hauptlift entlang müssen. Hoppla, untere Ebene haben wir, glaube ich, schon vollständig durchforstet. Ja, die untere Ebene ist safe. Das kannst du gerne machen. Ich hoffe nur, dass ich rechtzeitig dann den Punkt sehe. Oder sehe, dass du mir diesen Hinweis gibst. Ey, wo ist denn jetzt wieder die Treppe hin? Da ist die Treppe. So, jetzt muss ich einmal wieder den Weg zurück zum Hauptlift. Und beim Hauptlift, geradeaus weiter, da ist nochmal ein Bereich, in dem wir auch noch nicht waren. Weil er nämlich auch ein Lift ist. Haha. Haha, hoho. So, und der sollte ja eigentlich auch funktionieren, jetzt wo wir genügend Saft auf die Lifte gegeben haben. Auf die Lift. Also Barrett, deine Gesangskarriere hätte ich nicht mitgemacht. Also zumindest, ich hätte dir kein Geld dafür gegeben. Das ist ja ekelhaft. Okay, wir haben hier noch eine Leiter. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Ah, Steuerung für die Lüftung. Hier waren wir ja auch schon mal. Oh! Na, sieh mal einer an. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Eine Minute? Wie frech. Okay, ich brauche hier an der Stelle einmal tiefer. Nicht übertreiben. Roger, ich übernehme. Nee, tiefer, weil die hat nämlich Eis. Nee. Hat es jetzt? Ja. Einmal Eis auf die Königin. Smack. War es das jetzt? Ja gut, komm. Drittet drauf, haut drauf, macht Schaden. Cloud hat, ist jetzt hier mit den Fertigkeiten dran. Einmal bitte den Mutangriff. So, irgendwo hier ist noch ein Gegner. Ah, die... Nee. Der Alpha-Laser. Sehr schön. Was haben wir hier? Scheinbar hat es funktioniert. Geil. Na, guck doch mal einer hin. Eine Summon. Chocobon Mogri. Yay. Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Boah, die sind so geil, der Schokomoppel. Ich hoffe, die haben den Schokomoppel drin.
Weil eigentlich ist das ist die Materia nur ein Chocobo, auf dem ein Mogri reitet. Aber es gab irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass anstatt dem Chocobo mit dem Mogri auf dem Rücken ein Chocomoppel auf die Gegner runterfällt. Das ist total lustig. Okay, ich würde mal sagen... Oh, hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. Nochmal ein Supertrank. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, geben wir doch mal dem guten Herrn Barret einmal die Materia. Chocobo. Geil. Ich feiere das gerade massiv. Und im Hintergrund die Chocobo-Musik. So. Und jetzt kann ich auch guten Gewissens zum nächsten Reaktor rüberradeln. Ja, Barret hat die. Nee, Chocobo passt zu Barret. Beziehungsweise ein Chocobo und ein Mogri. Guck ihn dir doch mal an. Wenn es ein Chocomoppel ist, passt zu Barret. Also dann. Wir sehen... Chocomoppel... Nee, beim Original ist Chocobo und Chocobo... Also ist Chocomog die Materia. Und es gab... es gab ein paar Materia, die hatten zwei verschiedene... Also zwei... Aufrufe, die hatten zwei verschiedene Angriffe. Ramu hatte, glaube ich, einen. Nee, das war Odin, an den ich gerade gedacht habe. Es gab auf jeden Fall welche, die hatten zwei verschiedene Angriffe und die sind irgendwie random gekommen. Zumindest bin ich nie richtig durchgestiegen, wann die richtig gekommen, also wann die durchgeführt wurden. Aber es war auf jeden Fall Chocobo und Chocomoppel, Chocobo und Mogri und Chocomoppel war auf jeden Fall jeweils die gleiche Materie, sogar dieselbe Materie. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell, schneller, komm zu mir. Ja, alles klar. Also ich höre hier nur einen und das ist der Barret. Und ich sehe da oben schon wieder blöde Viecher. Da hinten ist ein Raketenwerfer. Ich glaube, den greife ich jetzt erstes an. Na komm. Zack, zack. Und? Jawohl. Magie. Blitz. Nein, auf. Oh, da sind mehrere Raketenwerfer. Einmal bitte auf den einen. Und jetzt packe ich einfach auf diesen Raketenwerfer. Hat da jemand mit einer Kiste nach mir geworfen? Oh, da komme ich nicht mal ran. Das ist ja geil. Au. Moment. Okay, Fertigkeit. Magie ist wieder aktiv. Blitz. Wieder auf den Raketenwerfer. Schau mal. Barret hat ebenfalls Blitz. Seht ihr mal? Der kann mal den Alpha-Laser dort oben treffen. Ist der Möbel? So, und... Wir sind bei Cloud. Der hat aber gerade eben nur ein Limit, aber noch keine. Au, au. Jetzt hat er. Magie. Blitz auf. Den Alpha Laser, weil der nervt mich am meisten. So, jetzt hier mal ein bisschen blocken. Tiefer, was kannst du noch machen? Magie. Du hast nur Eis, das ist blöd. Aber Cloud kann. Nee. Yeah. Aber Cloud kann immer noch Magie wirken. Also Blitz. Proto-MG. Smack. Ah, ich hätte vielleicht erstmal Barret helfen sollen. So, und Barret auch nochmal. Magie, Blitz.
Für den Fall der Fälle. Okay, Kampf geschafft. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Bestimmt. Aber wie seht ihr denn aus? Nicht gut. Naja, komm. Geht nicht drum rum. Und Tifa darf auch nochmal Vita wirken. Und bevor wir in die nächste Cutscene springen, mache ich nochmal eine Waffenmodifikation, denn da haben wir nämlich auch noch einiges frei. Du, du, du. Dr. Who lässt grüßen. Magische Attacke plus physische Attacke. Bei hohen TP Attacke plus 5. Das ist auch gut. So, damit sind wir mit Cloud fertig. Auf zu Barrett. Der will auch noch ein bisschen was haben, glaube ich. So, da sind wir durch. Glaube ich zumindest. Ja, da sind wir durch. Das heißt, wir können hier... Was können wir hier noch machen? Maximum TP können wir noch machen. Obwohl physische Attacke... Nee. Wir geben ihm lieber die physische Attacke. Das finde ich klasse. Und... Ach ja, stimmt. Ganz vergessen. Tifa hat ja jetzt neue... hat ja jetzt neue Waffen. Kleinen Moment. Bevor ich die hier erhöhe, muss man erstmal gucken, wie sieht denn das aus? Hier sind drei Materiaplätze, hier sind zwei Materiaplätze. Dann schaue ich erstmal, ob ich hier einen Materiaplatz bekomme. Nee. Nee. Hier ist ein zusätzlicher Materia-Slot. Da. So, jetzt habe ich noch 32 Punkte zur Verfügung. Hier können wir noch physische Attacke erhöhen, das finde ich gut. Weil Tifa eh hauptsächlich physisch unterwegs ist. Und Schnelligkeit. Oh, herrlich. Schnelligkeit ist bei ihr auch spitzenmäßig. Damit haben wir den hier durch. Was haben wir hier? Schaden normaler Angriff. Längere Buffs. Schaden durch Hinterhalt. Ja, komm. Schaden von normalen Angriffen auf jeden Fall erhöhen. Und Schaden erhöhen, wenn von hinten. Längere Buffs. Schaden durch Hinterhalt. Nee, wir erhöhen hier nochmal. Wir gehen hier nochmal auf Schnelligkeit hoch. Wie viele? 8 Punkte geben die. Das ist in Ordnung. So. Und jetzt kann nämlich Tifa... Nein, das wollte ich gar nicht. Dammit! Jetzt kann Tifa diese Waffe einsetzen oder benutzen. So. Lederhandschuh gegen Schlagringe austauschen. Materia in die aktuelle Waffe übernehmen. Yo! So, jetzt hat sie zwar ein bisschen weniger Lebenspunkte, aber hat eine bombastisch geile neue Waffe. So, Kampfberichte. Wir haben wieder zwei Kampfberichte abgeschlossen. Das ist doch schön. So, Analyse. Uns fehlen noch... Oh, was bekommen wir denn hier? Materia Luft und ATB Boost. Jetzt müssen wir nur noch mit dem kleinen Jungen reden. Dann bekommen wir hier auch endlich, was wir wollen. So, haben wir hier nochmal irgendwo die Möglichkeit, uns auszuruhen oder so? Nee. Also wir müssen hier einfach die Leiter hoch. Und... dann in diesen Schacht reinspringen. Aber diesen Schacht gucken wir uns erst... Wie weit geht denn der? Ach, der geht ja gar nicht so weit. Gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal. Let's play Final Fantasy 7 mit dem duften Typ.